Wusstest du, dass 8 von 10 Deutsche an Rückenschmerzen leiden? Ich zeige dir heute einfache Yoga-Übungen, die deine Muskeln entspannen und auf Dauer kräftigen können. Diese Anfängerübungen sind optimal, wenn du aktuell unter Rückenverspannungen leidest oder einfach präventiv dagegen vorgehen möchtest. Wenn du noch mehr über das Thema Rückenschmerzen erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal bei diesem Video vorbei, denn dort findest du einige Tipps, Übungen und vor allem viele Informationen. Aber kurz gefasst hier mal ein paar mögliche Ursachen für unspezifische Rückenschmerzen. Wir haben einmal den Bewegungsmangel, der Rückenschmerzen hervorrufen kann. Gerade in der aktuellen Zeit, wenn wir viel im Homeoffice sitzen und tatsächlich die meiste Zeit im Sitzen verbringen, sind Rückenschmerzen keine Seltenheit. Aber auch Muskelverspannungen durch Fehlbelastungen können die Ursache sein, zum Beispiel durch schwere körperliche Arbeit. Auch psychische Belastungen, wie zum Beispiel viel Stress an der Arbeit oder privat, familiäre oder finanzielle Sorgen oder auch Selbstzweifel, können deine Schmerzwahrnehmung, deine Nozizeption verändern und dir auch Rückenschmerzen verursachen. Mittlerweile ist bewiesen, dass regelmäßige Bewegung mit zu den besten Möglichkeiten gehört, wie du wiederkehrende Rückenschmerzen vorbeugen kannst. Ein geeignetes Training ist vor allem die Stabilisation und die Kräftigung von deiner Rumpfmuskulatur, also von deinem Rücken, aber auch von deiner Bauchmuskulatur. Aber genauso wichtig ist auch zum Beispiel deine Gesäßmuskulatur, dass du eine stabile Basis für eine aufrechte Haltung hast. Zu der Kräftigung und Stabilisation gehört aber natürlich auch die Mobilität und die Dehnung. Auch das sollte ein Bestandteil deines Trainings sein. Wichtig ist auch, dass man regelmäßig trainiert, am besten mehrmals in der Woche. Und das muss nicht unbedingt immer eine Stunde sein, sondern manchmal reichen auch 15 Minuten am Tag. Und tatsächlich ist es eigentlich ganz egal, was für eine Art von Sport oder Bewegung du in deinen Alltag integrierst. Studien zeigen nämlich, dass allgemein die Bewegung schon deine Rückenschmerzen lindern kann, denn diese hängen einfach von vielen Faktoren ab. So können alleine der Spaß, die Motivation und auch die Ablenkung beim Sport deine Belastungstoleranz verändern und deine Schmerzen langfristig reduzieren. Jetzt habe ich wirklich genug gequatscht, roll deine Matte aus und los geht's mit dem Yoga Flow für deinen Rücken. Komm in den Schneidersitz und zieh hierbei deine Sitzbeinhöcker noch ein Stück weiter nach hinten. Beginne nun mit deinen Schultern zu kreisen. Zieh dafür die Schultern ganz weit nach oben zu den Ohren und schieb sie dann nach hinten unten. Zieh nun deine Schultern einmal ganz fest zu den Ohren ran und lass dann locker. Und noch einmal fest zu den Ohren und locker lassen. Schließe deine Augen und spüre mal in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich heute dein Rücken an? Und beginne nun ganz sanft deine Wirbelsäule zu kreisen. Wenn du dich nach vorne bewegst, kannst du deine Wirbelsäule strecken und beim nach hinten gehen machst du deinen Rücken ganz rund. Wechsle auch einmal die Richtung und spüre mal hinein, wie beweglich deine Wirbelsäule ist. Bewege dich ganz intuitiv und genieße die Bewegung in deiner Wirbelsäule. Pendel dich langsam wieder in der Mitte ein. Öffne deine Augen und streck einmal deine Arme über den Kopf nach oben. Wir machen das Ganze nochmal, atme tief ein und durch den Mund wieder aus. Und ein letztes Mal tief einatmen und ausatmen. Strecke nun deine Arme über Kopf, verschränke deine Finger und lehne dich einmal zur rechten Seite. Atme tief ein und zur linken Seite. Genieße hier die Dehnung in deiner Flanke.
löse deine Hände wieder und bring deinen Oberkörper nun einmal ganz locker nach vorne. Lass deinen Rücken ganz schwer werden und deinen Kopf einfach hängen. Wandere nun mit deinen Händen einmal zur rechten Seite und spüre die Dehnung im linken unteren Rücken. Wandere nun zur linken Seite und spüre auch hier einmal die Dehnung im rechten unteren Rücken. Komm langsam wieder in die Mitte, richte dich langsam wieder auf. Drehe nun deinen Oberkörper einmal zur rechten Seite, halte dich damit mit deinem linken Arm einmal am rechten Knie fest und deine rechte Hand steht hinter dir auf dem Boden. Genieß die Länge in deinem Rücken und versuch schön aufgerichtet zu bleiben. Drehe dich einmal in die andere Richtung und stütze dich mit dem rechten Arm am linken Knie ab. Bei jedem Mal einatmen werde noch etwas länger und größer. Und beim Ausatmen komm noch etwas weiter in die Drehung. Komm nun aus dieser Position langsam in den Vierfüßlerstand und achte hierbei darauf, dass die Knie unter den Hüften sind und die Hände unter den Schultern. Beginne nun, deine Wirbelsäule zu beugen und zu strecken mit der Übung Katze-Kuh. Auch diese Übung kannst du wunderbar mit der Atmung kombinieren. Bei dem Hohlkreuz atme tief ein und wenn du deinen Rücken rund machst, atme aus. Komm nun wieder in eine neutrale Wirbelsäulenposition und stell deinen rechten Fuß hinter dir auf. Wenn du dich stabil genug fühlst, dann kannst du jetzt einmal dein rechtes Bein und deinen linken Arm von dir abstrecken. Bringe nun deinen linken Ellenbogen und dein rechtes Knie unter dem Bauchnabel zusammen und streck dich anschließend wieder. Achte dabei darauf, dass deine rechte Hüfte nicht zu sehr aufdreht, sondern bring dein rechtes Becken tendenziell etwas weiter nach unten. Dein Rumpf bleibt dabei schön stabil und dein Bauch aktiv. Nun stell dein linkes Bein einmal hinter dir auf, bring das Bein in die Luft und wenn du dich stabil genug fühlst, bring den rechten Arm dazu. Bring nun auch hier wieder Knie und Ellenbogen unter dem Bauchnabel zusammen. Dein Bauch bleibt dabei wieder aktiv. Achte dabei darauf, dass du kein Hohlkreuz machst. Und noch ein letztes Mal, bring noch einmal Knie und Ellenbogen zusammen. Komm nun aus dem Vierfüßlerstand einmal in die Kinderpose. Dazu kannst du entweder deine Hände vor dir ablegen oder neben deinen Körper. Entspanne hier einmal deinen Rücken. Komm nun aus dieser Position einmal in den Vierfüßlerstand, stell deine Füße einmal auf und bring dich hier in den herabschauenden Hund. Du kannst dir aussuchen, ob du diese Übung statisch machen möchtest und einfach mal diese Position hältst oder ob du dynamisch deine Beine im Wechsel bewegst.
Bring hierzu einfach die Fersen in Richtung Boden und dehn damit deine Beinrückseite. Komm von hier wieder in den Vierfüßlerstand und von hier langsam wieder in die Bauchlage. Stütz dich ganz leicht mit den Händen neben deinem Körper ab und bring beim Einatmen deinen Oberkörper leicht nach oben. Kannst du jetzt einen Yoga-Block oder einen Bücherstapel nehmen und dich einmal damit mit der Stirn drauflegen. Überkreuze vorher deine Arme vor der Brust, sodass deine Schulterblätter ganz weit auseinanderkommen. Genieße diese Position und spüre die Dehnung in den Muskeln zwischen deinen Schulterblättern. Gerne kannst du auch hier einmal die Seite wechseln, also überkreuz deine Arme einmal andersherum. Besonders wenn du im Alltag viel sitzt, kann diese Übung sehr angenehm für dich sein. Stell nun hier nochmal einmal deine Unterarme auf und genieß nochmal die Streckung in deiner Wirbelsäule. Komm von hier nun nochmal in den herabschauenden Hund und beginne hier nochmal auf der Stelle zu laufen. Setze deine Knie am Boden ab, erde deine Fußrücken und streck hier nochmal deinen oberen Rücken in der erweiterten Welpenpose. Die Hände liegen dabei auf, die Unterarme schweben leicht über dem Boden und der Bauch ist schön aktiv. Achte dabei darauf, dass deine Oberschenkel ca. 90 Grad senkrecht stehen und dein Gesäß in Richtung Himmel zeigt. Wandere nun mit den Fingerspitzen noch einmal zur linken Seite und dehne deine rechte Flanke. Wechsle anschließend die Seite und genieße auch hier nochmal die Dehnung in deiner linken Seite. Nimm nochmal ein paar tiefe Atemzüge und genieß die Länge in deinem Rücken. Komm von hier aus nun einmal in den Fersensitz. Überkreuze nun hier einmal deine Arme relativ weit oben über der Ellenbeuge und winkle dann deine Unterarme einmal an. Achte nun darauf, dass deine Schultern ganz weit weg von den Ohren sind und versuche dann beim Ausatmen deine Ellenbogen ein bisschen weiter nach oben anzuheben. Auch hier bekommst du nochmal schön Länge und Dehnung in der Muskulatur zwischen deinen Schulterblättern. Denke immer bewusst daran, deine Schultern ganz weit nach unten zu schieben. Kreise zwischendurch einmal deine Schultern und wechsle dann einmal die Seite. Das heißt, nun kommt einmal der andere Arm nach oben. Bei jedem Mal einatmen, schiebe deine Schultern etwas weiter in Richtung Hosentasche und beim Ausatmen bring deine Ellenbogen noch ein Stückchen weiter nach oben. Nun widmen wir uns noch unserer Nackenmuskulatur. Beginne hierfür einmal den Kopf langsam in einem Halbkreis zu bewegen. Lass dafür den Kopf ganz schwer werden und pendel von links nach rechts. Bleibe nun mit dem Kopf auf der linken Seite, dein Ohr in Richtung Schulter geneigt und schiebe jetzt aktiv
aktiv mal deine rechte Schulter in Richtung Boden. Du kannst auch gerne dein Kinn etwas in Richtung Brust ziehen, um so auch die hinteren Teile deines Nackens zu dehnen. Wechsle anschließend die Seite und bring deinen Kopf einmal zur rechten Seite. Schiebe nun aktiv deine linke Schulter in Richtung Boden. Auch hier kannst du gerne einmal deinen Blick in Richtung Boden drehen, um auch hier wieder den hinteren Nacken zu dehnen. Kreise nun nochmal ein paar Mal deine Schultern, lockere deine Muskulatur und komm von hier aus einmal in den Sitz. Bringe deine Hände nun einmal hinter deinen Hinterkopf, bring dein Kinn in Richtung Brust und versuche vorne deine Ellenbogen einmal zusammenzuführen. Bleibe mit deinem restlichen Rücken schön aufgerichtet und achte dabei wieder darauf, dass deine Schultern ganz weit weg von den Ohren sind. Schiebe deine Schulterblätter also aktiv nach unten. Jetzt solltest du die Dehnung vor allem hinten im mittleren Bereich zwischen den Schulterblättern, aber auch am Nacken spüren. Richte dich langsam wieder auf und komm von hier aus einmal noch in den Langsitz. Überkreuze hier einmal dein linkes Bein über das rechte Bein und entweder lässt du dieses Bein ausgestreckt oder du winkelst es im Knie an. Mach das aber nur, wenn du keine Knieprobleme hast. Dreh dich dann einmal zur linken Seite und stütz dich mit deinem rechten Arm am linken Knie einmal ab. Genieß die Rotation in deiner Wirbelsäule und versuch schön aufgerichtet zu bleiben. Wechsle nun einmal die Seiten und kreuze das rechte Bein über das linke Bein und drehe dann deinen Oberkörper zur rechten Seite. Eine schöne Übung, wenn du unter Verspannungen im unteren Rücken oder auch im Bereich der Brustwirbelsäule leidest. Löse nun langsam den Knoten wieder auf, stell deine Beine einmal vor dich und pendel mit deinen Knien nach links und rechts. Komm von hier aus dann noch einmal in Rückenlage für die Abschlussentspannung. Lege dich nun flach auf den Boden. Mit den Händen nach unten ausgerichtet kannst du Energie abgeben und dein Stresslevel reduzieren und dich erden. Und mit den Händen nach oben in Richtung Himmel ausgerichtet kannst du neue Energie tanken. Genieße nun einmal die Ruhe und die Zeit für dich. Thank you.
komm langsam wieder zu mir zurück. Beginn deine Zehen zu bewegen. Kreise deine Handgelenke und Fußgelenke. Öffne gerne langsam wieder deine Augen. Und streck dich und reck dich und mach die Bewegung, die dir jetzt gut tut. Und dann komm langsam über die Seite wieder nach oben, setz dich ein letztes Mal in den Schneidersitz, richte dich noch einmal auf, nimm noch mal ein paar tiefe Atemzüge und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir heute die Zeit für dich genommen hast.